Shabbat Shalom, liebe Gemeinde. Ich wollte heute über was vor dem Kabbalat Shabbat passiert. Also wir fangen normalerweise Kabbalat Shabbat an mit Matovu und dann singen wir Yedid Nefesh und dann singen wir die Psalmen, die zu Kabbalat Shabbat gehören und dann fängt auch, dann kommt Lecha Dodi natürlich und das Ganze, was wir üblicherweise in der Synagoge machen. Jedoch, es gehört in vielen Traditionen, vor allem in der sephardischen Tradition, gehört noch ein ganzer biblischer Text dazu. Und das ist das Hohelied, Shir HaShirim. Shir HaShirim wurde zugeschrieben an König Salomon. Er mag das geschrieben haben und das ist wirklich ein erotisches Liebeslied. Es kam auch oft die Frage, wieso gehört eigentlich so ein Text als heiliger Text, wo es wirklich sehr direkt über die Liebe als körperliche Aktion und an Körperteilen und ja, Umarmungen und Küssen und noch viel mehr, ist das heilig. Und da waren die Rabbinen, also die Weisen der Mishnah und des Talmud, einig, dass es nicht nur heilig, sondern Kodesh, Sheba Kodesh, Kodesh Kodashim, also heiliger als nur heilig. Und dass diese Liebe symbolisch ist für die Liebe zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und das Shir HaShirim, das Hohelied, befestigt diesen Bund auf Ebene der Liebe, nicht der Pflicht, nicht von oben nach unten, nicht als Machtverhältnis, sondern als Liebe. Und die Liebe ist sehr, sehr zentral im Kabbalat Shabbat. Deswegen singen wir zum Beispiel Bo Ichala, komm, du Braut, bei Lecha Dodi. Wir empfangen Shabbat wie eine Braut. Und wir singen Ahavat Olam, Ahavat Olam Beit Israel. Also ewige Liebe hast du uns geschenkt. Und als Teil von dieser Liebe hast du uns die Tora geschenkt. Also dieser Bund zwischen Gott und seinem Volk ist in erster Linie eine Liebesbeziehung. Und das ist daher kein Wunder, dass die Sephardis vor jeder Kabbalat Shabbat, jede Woche, 20 Minuten davor, sich versammeln und das ganze Shir HaShirim vorlesen. Ich habe schon ein paar Kabbalat Shabbat besucht in meiner Heimatstadt, in Rosh Pina. Und normalerweise, da sitzen ein paar Männer dort. Dort waren es nur Männer, das ist eine orthodoxe Synagoge. Und die wissen schon, wer der Nächste ist. Und jeder liest und kantiliert, also singt mit einer ganz bestimmten Melodie. Ein Kapitel und sobald der eine fertig ist, da kommt der zweite und der dritte und so weiter. Und das ist ein ganz mystischer Moment. Es gibt Sidurim, nicht in unserem Sidur, aber es gibt Sidurim, die wenigstens einen Teil davon noch drin lassen. Eins davon ist der Sidur Ha'avodah Shebalev. Hoffe, man kann das gut sehen. Das ist ein liberaler Sidur. Und die machen nicht eine ganze Lesung von Shir HaShirim, aber ein paar Lieder daraus, die möchte ich euch vorstellen. Das erste ist Uri Zafon. Erwache Nordwind und komme Südwind, durchwehe meinen Garten, dass seine Balsamdüfte strömen. Und dann geht das weiter. Yavo Dodi, Yavo Leganor, mein Geliebter wird in seinen Garten reinkommen und die reifen Früchte werde er auch essen. Und das Lied geht so:
Uritza von Uvoiteiman, Afichigani, Isluvesamav, Javododi, Javolegano, Javobeyochal, Perimegadav, Egos jaradeti, lirot beibei hanachal, in den Nussgarten stieg ich herab, um die grünen Plätze des Bachbettes zu betrachten, zu sehen, ob der Weinstock Sprossen getrieben hat, ob die Granatsträucher in Blüte stehen. Komm, mein Geliebter, lass uns ins Feld hinausgehen, lass uns in den Dörfern übernachten, lass uns frühmorgens in die Rebberge gehen, sehen, ob die Rebe blüht, ob die junge Blüte sich öffnete, ob die Granatsträucher in Blüte stehen. Elginat ego ziarati lireot beibei hanachal lireot hafarcha hagefen enetzu harimoni Nalina bakfarim nashkim alakramim nire im parecha gefen pita chasemadar en zuharim onim. Und noch ein letztes Lied für heute. Auch aus dem Hohen Lied, Anna Halach Dodech. Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat sich dein Geliebter gewandt, dass wir ihn suchen mit dir? Mein Freund ist in seinen Garten hinabgegangen, hinab zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Anna halach dodech hayafah banashim, Anna pana dodech unevakshenu imach. Anna halach dodech hayafah banashim, Anna pana dodech unevakshenu imach. Dodi yarar legano, yarar legano la arugot habosem. Dodi yarar legano, yarar legano, la arugot habosem. Anna halach dodech hayafah banashim, Anna pana dodech unevakshenu imach. Anna halach dodech hayafah banashim, Anna pana dodech unevakshenu imach. Ja. Ein bisschen andere Stimmung dann vor der Kabbalat Shabbat. Und habt ihr das gehört? Das muss der Bus 249 sein, dass ich es nicht verpasse. 7 Stationen müssen wir fahren.
zu unserer Rabbinerin Jasmin. Komm mit. Danke, Asaf. Shalom, liebe Gemeinde. Für viele Menschen ist die Hochzeit ein Meilenstein in ihrem Leben. Glücklicherweise leben wir in einer Gesellschaft, in der man sich seinen Partner erstens selbst aussuchen kann und zweitens auch nicht gezwungen wird, mit ihm einen Vertrag über die Lebensgemeinschaft abzuschließen. 2019 waren die Eltern von einem Drittel der Neugeborenen in Deutschland nicht verheiratet. Dennoch hält sich die romantische Vorstellung von einer Hochzeit im weißen Kleid, von Kutsche, Tauben, dam, dam, dadam, hartnäckig in unserer Vorstellungswelt. In der jüdischen Tradition haben wir noch zusätzliche bedeutende Traditionen, die zu einer Hochzeit gehören. Übrigens, ich habe hier ein Foto von meiner und Daniels Hochzeit. Das war wirklich eine sehr schöne, ein sehr schöner Tag. In der jüdischen Tradition haben wir also zusätzlich zu diesen Bräuchen einmal die Chuppa, den Baldachin, unter dem das Brautpaar steht und das das neue gemeinsame Heim symbolisiert, was die beiden zusammen gründen. Wir haben die Sheva Brachot, die sieben Segenssprüche, die das Paar erhält, der Schluck Wein aus einem einzigen gemeinsamen Becher und natürlich das berühmte Glas, das zertreten wird am Ende der Zeremonie. Ganz am Anfang, vor der Zeremonie, gibt es etwas, das viele Paare begehen. Das nennt sich Bedecken. Das ist also der jiddische Ausspruch dafür. Wir als Deutschverständige wissen, kennen auch das deutsche Wort bedecken. Was man bedeckt, ist das Gesicht. Es funktioniert also so, dass Braut und Bräutigam vor der Zeremonie aufeinandertreffen, vor Zeugen, und der Bräutigam die Braut betrachtet und anschließend ihr Gesicht verhüllt mit einem Schleier. Dies geht auf zwei Geschichten zurück. Erstens die Begegnung von Rebekka und Yitzhak, von der wir vor 2 Wochen gehört haben, als sie also mit dem Boten in Isaaks Heimat kommt und ihn zum ersten Mal sieht, verhüllt sie das Gesicht mit einem Schleier. Aber die zweite Geschichte und berühmte Geschichte, auf der dieses ganze Bedecken basiert, ist die Hochzeit von Jakob. Nachdem Jakob seinen Bruder Esav um dessen Segen gebracht hatte und auch den Vater Yitzhak hinters Licht geführt hatte, floh er aus seiner Heimat und gelangte zu seinem Onkel Laban. Kaum angekommen, traf er auf Rachel und verliebte sich unsterblich. Er vereinbarte mit Laban, dass er 7 Jahre für ihn als Viehhirte arbeiten würde, um dann als Lohn dessen Tochter Rachel heiraten zu dürfen. 7 Jahre vergingen und die Hochzeit stand an. Jakob empfindet sehr romantisch, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. So diente Jakob um Rachel 7 Jahre, aber sie waren in seinen Augen wie wenige Tage in seiner Liebe zu ihr. Also er war quasi hochmotiviert. Man machte ein Fest und des Nachts schickte Laban nicht seine Tochter Rachel zu Jakob ins Zelt, um die Ehe zu vollziehen, sondern deren ältere Schwester Lea. Erst am nächsten Morgen bemerkte Jakob die Täuschung. Zu biblischen Zeiten führte nun allerdings kein Weg mehr zurück. Er hatte Lea geheiratet. Man kann sich seine Gefühle vorstellen. Riesige Enttäuschung, Liebeskummer, Wut, vielleicht auch Schuldgefühle gegenüber seiner Geliebten, da er nun deren Schwester geehelicht hatte. Er fragt entsetzt Laban, Lama Rimatani, warum hast du mich betrogen? Liest man die Tora auf Hebräisch, klingelt es an dieser Stelle in den Ohren.
Das Verb, also hier rimitani, bestehend aus der Wurzel resh, mem, hey, das so viel heißt wie täuschen, verraten, im Stich lassen, begegnet uns zwei Kapitel vorher. In Bereshit 27, Vers 35, dort sagt Yitzhak zu Esav, also der Vater zum Sohn, dein Bruder hat dich betrogen. Ba'achicha und Bemirma. Es liegt nun nicht fern, den einen Betrug gegen den anderen aufzuwiegen. Erst betrog Jakob seinen Bruder um dessen Erbe und Segen. Später wurde dann Jakob von Lavan um dessen Lohn in Form seiner geliebten Frau betrogen. Man nennt dieses Prinzip Mida keneget Mida, ein gegeneinander aufwiegen. Tatsächlich gibt es außer dem gemeinsamen Verb noch weitere Parallelen zwischen den Geschichten. Indem Jakob das Erbe des Erstgeborenen durch List erlangt, setzt der jüngere Bruder sich an die Stelle des älteren Bruders. In der Hochzeitsnacht wiederum wird die jüngere Schwester durch die ältere ausgewechselt, was Lavan damit begründet, dass es in jenem Land nicht Sitte sei, die jüngere Schwester vor der älteren zu verheiraten. Hätte er auch vorher sagen können. Es ist quasi das Recht der Erstgeborenen, das respektiert werden soll, das Jakob vorher selbst auch missachtet hat. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass beide Betrüge in der Dunkelheit geschehen. Jakob erlangt Yitzhaks Segen aufgrund dessen Blindheit. Lavan vertauscht die Schwestern in der Nacht. Beides geschieht also mit ähnlichen Mitteln. Unserem Stammvater Jakob haftet wahrlich der Betrug an. Bereits sein Name deutet darauf hin. Hierin, also im Namen Jakob, finden wir die Wurzel Ein Kuf Bet, was im engeren Sinne Verse bedeutet. Denn an der Verse Esavs hielt Jakob sich bei deren Geburt fest. Ihr erinnert euch, es sind Zwillinge. Zuerst kommt Esav raus, aber mit der Hand hält Jakob die Verse seines Bruders fest. Die Bedeutung geht aber über diesen Ursprung Verse hinaus. Im Sinne von jemanden auf den Fersen sein, hinter jemandem herschleichen, jemanden betrügen, trügerisch handeln, hinterlistig sein. Das erste Mal begegnet uns das Wort im Garten Eden. Nach der Episode mit der verbotenen Frucht straft Gott Adam und Eva, aber auch die Schlange. Er spricht, Feindschaft will ich bringen zwischen Mensch und Schlange. Der Mensch soll dir nach dem Kopfe trachten und du ihm nach der Ferse. Und so ist es bis heute. Man spricht auch im Deutschen von der Hinterlistigkeit einer Schlange. In diesem Sinne ist der Name Jakobs zu verstehen. Aber warum haben wir einen Vorfahren, dessen Name so viel wie Betrüger heißt? Stammen wir also alle von einem Betrüger ab? Na toll. Nein, nicht ganz. Wir stammen von einem Menschen ab, der tatsächlich Täter und Opfer von Lug und Trug war, der sich aber wandelte. Und das ist das ganz Entscheidende. Er kam als Underdog auf die Welt, als jüngerer Bruder, der dazu schwächer als sein Bruder und vom Vater zurückgestellt wurde. Er floh von zu Hause mit nichts außer seinem Stab, wie wir lesen. Er wurde in ein System geboren, das ihn ungerecht behandelte. Durch seine List versuchte er sich aus seiner sozialen Position zu befreien. Erst 20 Jahre später, als erwachsener Mann, selbst Vater,
und Eigentümer vieler Viehherden, ist er in der Lage, seine Taten aus der Jugend zu bereuen und zu verurteilen. Er macht einen Läuterungsprozess durch, an dessen Anfang der Betrug durch Lawan steht, durch den Jakob am eigenen Leibe erfährt, wie sich dies anfühlt. Am Ende des Prozesses steht der Kampf mit dem Engel, mit dem er die ganze Nacht ringt. Er fällt und wird an der Hüfte verletzt, und der Engel sagt zu ihm am Morgen: Von nun an sei dein Name nicht mehr Jakob, sondern Israel. In diesem Wort Israel wiederum steckt Yashar, also gerade, und El, Gott, drin. Der, der mit Gott gerade ist, der Rechtschaffende. Sein Geburtsname wurde also ins Gegenteil verkehrt. Eine solche Metamorphose geschieht nicht im luftleeren Raum. Die Erfahrungen, die wir im Leben sammeln, prägen uns. Auch Rückschläge und Misserfolge sind wichtig, um aus ihnen zu lernen. Ich hatte in Jerusalem eine fantastische Lehrerin für Chassidut. Sie sagte zu uns: You don't grow in a comfort zone. Auf Deutsch kennen wir das geflügelte Wort: Man wächst mit seinen Herausforderungen. Für unseren Weg hier auf der Welt ist es also nicht relevant, wo wir angefangen haben, sondern was wir aus unseren Erfahrungen gelernt haben. Wird uns Unrecht getan, kann das verschiedene Reaktionen hervorrufen: Verbitterung oder Empathie mit den Schwächeren. Bei Jakob war es die Empathie für seinen Bruder Esav. Nun war er bereit, sich mit ihm zu vertragen. Und dies ist die Rechtfertigung dafür, dass er unser Stammvater wurde. Liebe Gemeinde, manchmal darf man auf andere sauer sein, ihnen ihre Grenzen aufweisen. Aber man sollte dennoch versuchen, die Dinge auch aus ihrer Perspektive zu betrachten, mit Empathie. Dies ist nicht nur für den anderen Menschen angenehmer, sondern vor allem für einen selber. Denn ein hartes Herz ist am schwersten für seinen Träger. Shabbat Shalom. Einen friedlichen Shabbat. Danke, Jasmin. So, dann sagen wir gemeinsam Kaddish Yatom. Itgadal ve'itkadash shmei Rabba. Be'alma divra chirutei ve'yamlich malchutei. Be'chayechon u'be'yamechon u'be'chaye dechol beit Yisrael. Ba'agala u'bizman karim ve'imru amen. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא, והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה בריחו. העילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. אדון עולם wird heute ganz besonders gesungen. Es passen sehr, sehr viele Melodien dazu. Und ich habe das einmal sehr schön gehört mit einer Melodie von dem jüdischen Komponisten Paul Simon aus dem Duo Simon and Garfunkel. Und vielleicht kennen einige von euch diese Melodie, dann könnt ihr gerne mitsingen. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Let Nasa Vechefzo Kol Azay Melech Shemo נקרא ואחרי ככלות הכל
Vehu haya, vehu hove, vehu hiye betifara, vehu echad vein sheni, lehamshilo lehachbira. Beli reshit, beli tachlit, velo haoz vehamisra, vehu eili vechai goali, vetzur chevli beet tzara, vehu nisi umanos li. Nenat kosi beyom ekra. Beyado afkid ruchi. Beit ishan ve'aira. Ve'im ruchi ge.